Menschen helfen zu können, im besten Falle heilen zu können, das ist ein Privileg. Das Team hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität der Arbeit. Der OP-Roboter stellt die derzeit höchste Entwicklungsstufe der minimalinvasiven laparoskopischen Chirurgie dar. Nachts und am Wochenende, wo Krankheiten auch keine Pause machen, muss man eben halt auch high-end unterwegs sein. Ich sitze morgens in aller Regel um 7 Uhr an meinem Schreibtisch und checke die Operationen für den nächsten Tag, die wir dann in der Teambesprechung besprechen. Die Schwerpunkte unserer Abteilung sind Viszeralchirurgie, Thoraxchirurgie und minimalinvasive Chirurgie, insbesondere auch im Rahmen unseres zertifizierten Zentrums für Adipositas und metabolische Chirurgie. Und wenn ich an mein Team denke, dann schätze ich natürlich in erster Linie mal die hohe Kompetenz, die wir in allen unseren Schwerpunkten haben. Aber es ist auch eine gute Mischung gibt aus Jung und Alt, aus Motivierten und nach mehr Strebenden und auf der anderen Seite die Verlässlichkeit derer, die die Kompetenz schon haben. Und das Ganze vor allem immer getragen von einem gegenseitigen Respekt, Achtung und Wertschätzung. Damit wir hier auf der chirurgischen Station täglich unser Bestes geben können für den Patienten, sind wir im regen Austausch mit den Ärzten. Es ist ein Zusammenspiel, in dem jedes Rädchen ineinander übergreifen muss, denn es geht um das Wohlbefinden der Patienten und des gesamten Teams. Der persönliche Kontakt zu den Patienten ist für mich überhaupt das Wichtigste an meinem Beruf. Und deswegen nehme ich den auch. Ja, ich arbeite schon seit über 15 Jahren mit Herrn Professor Langer zusammen. Und ich schätze an der Zusammenarbeit mit ihm, dass er durch seine fachliche und auch insbesondere durch seine menschliche Kompetenz hier eine Struktur in der Klinik schafft, die für das gesamte Team sehr angenehm und fördernd ist. Da der Dr. Horst bei uns der absolute Experte für die minimalinvasive Chirurgie ist, ist er auch folgerichtig derjenige, der jetzt die robotische Chirurgie als Weiterentwicklung der laparoskopischen Chirurgie bei uns eingeführt hat und im Wesentlichen betreut. Diese Technik erlaubt mir, dass ich lange und hochpräzise operieren kann. Und dies wird letztlich auch dem Patienten zugutekommen. Das Fingerspitzengefühl des erfahrenen Chirurgen in Kombination mit dieser Hightech, das ist die Zukunft. Der OP-Saal ist grundsätzlich ein Ort hoher Komplexität. Nur wenn alle wie ein gut geölltes Räderwerk zusammenarbeiten, kann am Ende eine erfolgreiche und sichere Operation durchgeführt werden.